dieses Video wird ein Manga-Haul-Video, denn ich habe richtig zugeschlagen. Und ja, und zwar, ich war ja heute in Coburg, habe ein bisschen was erledigt. Und nach meinen Erledigungen bin ich mal ein Thalia. Aber bevor ich beim Thalia war und bevor ich was erledigt habe, bin ich dann am Bahnhof angekommen und bin dann erstmal in den Zeitschriftenladen, wo ich auch schon fündig geworden bin. Und zwar habe ich mir die neue Koneko gekauft. Da ist sogar ein Artikel drin von Crystal, also von der dritten Staffel. Und ja, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich es gekauft habe. Ja, ansonsten, ja, wieder so andere, so über Cosplayers was drin und dieser Sprachkurs und über so Kultur mal wieder und Essen natürlich darf nicht fehlen in der Koneko. Und ja, dann habe ich mir noch zwei Mangas gekauft in dem Kiosk da, also in diesem Zeitschriftenladen. Und zwar einmal den neuen Manga, der neue Manga von Detektiv Conan. Weil ich habe schon alles, was ich so an Mangas habe, von Detektiv Conan, habe ich ja schon durchgelesen, mindestens 2-3 Mal. Und ich brauche einen neuen Lesestoff. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du dir mal den neuen Manga. Ich glaube, das ist sogar die neue, also die Nummer 86 muss, glaube ich, der neue sein. Und ja, und da habe ich wieder ganz viel zu lesen, Gott sei Dank. Ja, und dann habe ich, was eigentlich blöder total spannend war, weil es, ja, ist Attack on Titan. Der war in Folie eingepackt noch, den habe ich aber schon mal in Coburg ausgepackt, um zu gucken, ob die bei vielleicht vorkommt. Ist leider nicht der Fall, aber trotzdem richtig cool. Also, ja, die Nummer 12, wie gesagt, ist eigentlich spannend, aber ich habe mir gedacht, ach komm, ich will mir eh jetzt die ganzen Mangas von Attack on Titan kaufen. Kaufst du dir halt schon mal die Nummer 12, dann hast du die schon mal, dann brauchst du die nicht mehr zu kaufen. Und ja, aber was ich gemerkt habe, der Zeichenstil ist sehr anders. Also ich kann sich ja mal so ein bisschen hier, ne? Also so schaut es aus, die Zeichnungen. Ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, man sieht es ja auch hier vorne. Also ist schon sehr, sehr anders. Also nicht so wie im Anime, also ist ein ganz anderer Zeichenstil, aber gefällt mir. Sehr, sehr geil. Also da geht es echt zur Sache in dem Band. War es ja eigentlich total spannend, warum ich das gekauft habe. Aber ich habe mir echt gedacht, ach komm, dann hast du den Band schon mal und jo. Ja, und dann habe ich eben mein ganzes Zeug erledigt. Und dann bin ich in Italia. Und da bin ich fündig geworden. Und ich habe keine Ahnung, wie ich dort gelassen. Ich bin nämlich zweimal hin. Ich habe einmal zwei Mangas gekauft. Und dann bin ich nochmal hin und habe noch was geholt. Und und zwar, ja, ihr seht, ganz viel Mangas. Deswegen ist das auch ein Manga-Haul, weil ich habe wirklich nur Mangas gekauft. Wirklich nur. Ja, und zwar habe ich mir als allererstes, ich bin halber ausgetickt, ich muss mich so zusammenreißen. Ich bin so, so happy. Und zwar haben sie die beiden Mangas, wo es um Levi geht, haben sie da. Die habe ich mir gleich geschnappt, weil das waren die zwei einzigsten. Und ich weiß gar nicht genau. Requests? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber Levi sieht lieber nicht Hammer aus. Oh mein Gott. Oh, das ist so Hammer. Und auch hinten die Rückseite mit dem Flügeln der Freiheit, mit dem Aufklärungslegions-Logo, meine Fresse. Ja, und also das Cover sieht schon sehr geil aus. Also auch hier Folie eingepackt. Also das ist Folie, das ist sehr, sehr nobel. Und dann habe ich hier noch den Band 2. Auch wieder mit Levi drauf. Das sieht ja nicht Hammer aus. Oh Gott. Und auch hier der Rückseite, ne? Also Hammer. Also, oh, ich war so glücklich, wo ich die gesehen habe. Weil auf die war ich halt richtig scharf, weil es da halt nur um Levi geht. Und oh, die wollte ich unbedingt haben. Und jetzt habe ich sie. Ja, dann habe ich mir noch von Detektiv Conan habe ich mir dann noch die FBI Selection geholt. Ich habe ja schon die Black Edition und die Shinichi Edition und ja, diese Romance Edition hier mit ran und Shinichi hatten sie leider nicht, sonst hätte ich die auch nicht mitgenommen. Und ja, so habe ich halt dann wieder erstmal richtig wieder fetten Lesestoff, was Conan angeht, ne? Yay! Ja,
Und dann habe ich mir, was meiner lieben Mausi vielleicht freuen wird, ich habe mir Black Butler Mangas gekauft. Das wird meiner Lilly sehr, sehr gefallen. Und zwar detailliert nämlich. Ja, das im Angebot, wie man schon sehen kann, 6,99 Band 1 und 2. Und ich habe mir gedacht, für Band 6,99 kannst du echt nichts falsch machen. Und ja, hier, ne? Band 1, Band 2. Und ich habe mich gedacht, so für 6,99. Sie hatten auch die normalen Bände im Regal, also jetzt ohne hier irgendwie noch mit einem Pappschub oder so. Da habe ich, ja, aber da hatten sie nur Band 1 und dann Band 2 hatten sie nicht und dann ging es weiter mit Band 3. Ab da hatten sie dann wieder alle. Da habe ich mir gedacht, ach nee, komm, für 6,99 hast du gleich Band 1 und 2. Warum nicht? Und ja, und das freut bestimmt meiner Mausi, weil ich habe eigentlich gesagt, ich möchte jetzt erstmal Attack on Titan kaufen, die Mangas. Aber ich habe mir echt gedacht, für 6,99, ey, komm, beide Bände, kannst du nichts falsch machen. Und ich meine, ich liebe Black Butler, also es ist echt ein richtig geiler Anime. Und ich bin mal gespannt, wie der Manga ist. Ja, und dann hatte ich mir dann noch Attack on Titan Mangas geholt. Und zwar 5 Stück. Und zwar die ersten 5. Und zwar hier Band 1. Und ja, ist Band 1. Also hier, jetzt ich den falschen Band zeige. Band 1 und Band 2. Jetzt mal um. Das gleiche Bild drauf. Ich weiß gar nicht, ist das gleiche Bild drauf? Nee, nicht ganz. Jetzt sind die Augen ein bisschen anders. Ja, Band 3. Band 4. Und zu guter Letzt Band 5. Ja, diesen Schuber, den ja Lilly auch mal zu mir gemeint hat, dass es auch so einen Schuber gibt, wo die ersten 5 Bände drin sind. Da gibt es, glaube ich, noch ein Bügelbild oder irgendwas drin. Hat Amazon auch. Aber da wollte ich erstmal im Turnier gucken, ob die überhaupt die Mangas haben, weil hey, dann würde ich es halt dort kaufen und das hatte ich halt auch. Und ja, die hatten aber einen Sammelschuber, aber da war Band 6 bis 11 oder bis 10, ich weiß gar nicht, ich glaube 6 bis 10 war drin. Und ja, da waren auch nochmal, was waren da drin? Ich glaube so ein extra Poster und keine Ahnung was. Und ja, aber ich hatte nicht mehr so viel Geld dabei und deswegen musste das erstmal bleiben. Und ich gehe ja eh am 17. mit meinem Freund nach Bamberg und da gehen wir ja eh in einen Comicsart. Und wenn sie da noch den Sammelschuber haben, hier Band 6 bis, keine Ahnung, dann kaufe ich mir da den Sammelschuber. Nein, das ist egal. Aber ich bin jetzt erstmal glücklich, dass ich meine ersten Attack on Titan Mangas habe, dass ich auch vor allen Dingen die 2 Special Mangas habe, wo es über Levi geht. Und ja, ich bin... Ich habe richtig viel Geld ausgegeben im Italien. Richtig viel. Also ein Manga von der Attack on Titan hat 6,95 gekostet. Von die Levi Mangas, die beiden, die waren auch 6,95. Dann 6,99 Black Butler. 5,99 hier Detective Conan. Und dann habe ich ja noch den anderen Manga von Detective Conan. Der war 6,50. Und dann habe ich ja noch den normalen Manga von Detective Conan, der war, ja, den habe ich glaube ich schon gesagt, ich weiß gar nicht. Und dann hier noch die Conneco, die war 4,95, also könnt ihr euch ja ausrechnen, viel Spaß beim Rechnen. Ich will es nicht wissen. Ja, aber es war es auf jeden Fall wert, ich bin mega glücklich, ich habe wieder Lesestoff, unendlich viel Lesestoff, Gott sei Dank. Und ja, wie ihr auch sehen könnt im Hintergrund, ich habe umgeräumt. Ich habe wieder hier diese Glasvitrine, wo meine Sailor Moon Sachen drin sind, links und rechts stehen. Ich kann nicht nochmal drehen, so. Dann seht ihr ja. Und dann hier habe ich hier oben, habe ich dann so Inuyasha und so hingestellt. Und dann hier wird, hier ist meine Attack on Titan-Fach. Da hat sich mein Levi schon dahin hingestellt. Und hier unten dann weiter runter habe ich dann meine Ever After High Pum. Und noch weiter unten dann halt so Disney. Und ja, und dann, ich habe jetzt meine ganzen Monster-Puppen, habe ich jetzt auf hier drüben hingestellt, auf das schmale Regal, das schwarze, wo ich auch jetzt noch ein Collection-Video machen werde. Es sind jetzt aber keine Puppen dazugekommen, eher im Gegenteil, es sind weniger geworden, weil ich war ja auf dem Flohmarkt, habe da ein paar Puppen verkauft und ich habe jetzt alle Puppen, die ich noch habe, auf das Regal gepresst.
Und ja, weil ich ja schon oft gefragt wurde, ja, kannst du nicht mal ein Collection-Video machen? Und ja, habe ich mir gedacht, na komm, machst du halt mal eins. Und ja, aber das wird halt dann wirklich das letzte Monster High-Video sein. Also ich mache dann wirklich gar nichts mehr. Ihr braucht mich auch nie mehr fragen, wann ich mir mal wieder Puppen kaufe oder wann ich mal wieder über Monster High irgendwas mache oder keine Ahnung. Also da braucht ihr echt nicht drauf warten. Und ihr habt auch bestimmt schon gemerkt, ich habe meinen Namen auch geändert. Ich heiße jetzt nicht mehr Spectral Wondergeist auf YouTube, sondern ich heiße jetzt Spectral of Animes. Ich habe mir das schon länger überlegt, ob ich meinen Namen ändere. Ich habe ja eigentlich in meinem letzten Infovideo gesagt, wo ich das halt so mit Monster High ein bisschen erläutere, habe ich ja gesagt, dass ich meinen Namen behalte. Aber ich habe mir dann trotzdem gedacht, ich mache jetzt trotzdem wirklich eigentlich nur noch Anime-Videos. Und ja, und ich möchte trotzdem Spectral bleiben. Und ja, und ich fand es dann irgendwie trotzdem schön mit Spectral of Animes. Und deswegen, ja, das ist jetzt mein neuer Name. Gewöhnt euch dran. Und ja, was gibt's noch? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, wegen dem Frage-Antworten-Video, das kommt jetzt auch noch im Laufe der Woche. Ich schätze mal, das mache ich morgen vielleicht. Könnte ich sogar machen. Ja, morgen könnte ich es machen. Und ja, und dann mache ich ja noch die Review zu meinem Levi. Ja, der da. Und ja, also es kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Wie gesagt, Frage-Antworten-Video hier, das, wo ihr dann mit die Fragen stellen könnt oder das Video, das kommt auf jeden Fall. Also ich denke mal morgen vielleicht. Und jo, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentiert, abonniert, liken. Und ich werde jetzt erstmal Attack on Titan Manga suchen. Bis später. Bis zum nächsten Video. Bye-bye.